Und da sage noch einer, beim FC Bayern München wäre zum Saisonende nicht genügend Feuer im Training drin. Heute haben es zwei Spieler eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass vielleicht sogar zu viel Feuer und zu viel Ehrgeiz noch mit dabei ist. Robert Lewandowski und Jerome Boateng nach einem Zweikampf unter dem Motto ziemlich beste Freunde gingen zuerst die Mitspieler dazwischen, verhinderten Schlimmeres und dann sandte sie Pep Guardiola vorzeitig zum Duschen. Die ganze Szene am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr hier bei einer öffentlichen Trainingseinheit am Trainingsgelände des FC Bayern München. Also, der FC Bayern München scheint weiter hoch motiviert zu sein und dass genügend Feuer nicht mehr drin ist, der Gegenbeweis hier bei den Sport1-Exklusivbildern und das ganze Thema natürlich heute auch ab 18.30 Uhr bei Bundesliga aktuell.